Ja, aber schönen guten Tag, ihr lieben Meisters und Meisterinnen. Was geht, Kryptogang? Und herzlich willkommen zum täglichen Update. Wir gucken uns Bitcoin an. Wir haben eine sofortige und logische Erklärung dafür, warum die Kurse heute exakt so sind, wie sie sind. Plus die Hauptnews, würde ich sagen, das mit den Ethereum-ETFs. Da bin ich mir dann doch jetzt ziemlich sicher, das wird nichts. Dran geblieben, liebe Freunde. Wir starten nach dem bekanntlich kürzesten Krypto-Intro der Welt. Hello, Kryptogang! Von gestern auf heute haben wir eine sich relativierende Preisstruktur bei den Kryptos dieser Welt gesehen. Damit meinen wir, die Euphorie der letzten zwei Tage, die spült sich etwas raus, sie kühlt ab. Das Bild anhand der Prozente, wir sehen es hier alle, liebe Freunde, müssen wir nicht schönreden. Das wirkt ein bisschen bedröppelnd und ja, man könnte sagen, der Kryptotag ist heute etwas gedrückt und leichter Regen nieselt auf uns nieder. Aber nichts Schlimmes, einfache Erklärung dafür. Liebe Freunde, es ist exakt das passiert, was wir gestern in einem möglichen Szenario bezüglich GBTC benannt haben. Die Inflows bei GBTC, die sind tatsächlich direkt wieder nach zwei mal positiven Tagen, was sehr besonders war, weil es vorher nie positive Tage bei GBTC gab, die sind jetzt wieder in Outflows gekippt. Generell der gestrige Handelstag, wie wir hier sehen, ziemlich mau, fast keiner verzeichnet Zuflüsse. GBTC ändert wieder die Strategie und setzt dann jetzt doch wieder auf Abflüsse und das ergibt unterm Strich einen wieder mal Minustag in der Bilanz der ETFs. Mehr ist es aber tatsächlich nicht, also das ist auf Tagessicht nicht weiter beunruhigend. Was aber beunruhigender ist, ist dieses Dokument hier. Das betrifft nämlich wieder Grayscale. Die haben nämlich gestern offiziell ihren Antrag für einen Ethereum ETF komplett zurückgezogen. Und das finde ich dann doch sehr, 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 sehr merkwürdig. Der Zeitpunkt ist einfach komplett sehr komisch gewählt. Die Entscheidung der SEC über diese Anträge, die ist ja jetzt im Prinzip nicht mehr so weit weg. Pi mal Daumen, Monat. Aber irgendwas wird Grayscale dazu bewegt haben zu sagen, nee, das hat keinen Sinn, die ganze Geschichte, wir ziehen uns da zurück, wir ziehen den Antrag zurück. Und wenn ein großer Player wie eben Grayscale das ist, sowas tut, dann hat die Vergangenheit im Prinzip immer gezeigt, dass das ein Vorbote für das ist, was man aus dem Bauch heraus da auch rein interpretiert und was man da vermutet. Die Ethereum ETFs, die werden vermutlich generell nicht kommen. Das vermute jetzt auch ich. Diese Zeichen, die würden sich dann spätestens verdichten, wenn wir am 11. Juni gucken, was mit dem Antrag von Franklin Templeton passiert. Da wird nämlich darüber entschieden. Und ich sag mal so, ich bin da jetzt mal ungewohnt pessimistisch, okay? Weil sonst bin ich eigentlich eher immer Realist und gerne auch mal optimistisch. Bei der Sache bin ich jetzt tatsächlich mal pessimistisch. Sollte die SEC am 11.06. den Antrag von Templeton ablehnen, dann war's das. Dann werden aller Voraussicht nach keine ETH-ETFs kommen, meine aktuelle Meinung. Aber auf jetzt bezogen ist das schon definitiv kein gutes Zeichen, dass sich Grayscale dann auch noch freiwillig aus diesem Feld zurückzieht, liebe Freunde. Naja, dann möchte ich für zwischendurch einfach mal für unsere Belustigung und für eine fette Motivation sorgen und auch irgendwie dabei unsere zynische Art und Weise und Lust befriedigen. Bill Gates, der sagte mal, wenn er könnte, dann würde er Bitcoin shorten. Wann sagte er das, liebe Freunde? Genau, als Bitcoin bei einem Preis von $9,000 stand. Damit möchte ich uns einfach mal für uns alle ins Gedächtnis rufen, wie weit wir mit diesem Markt denn schon sind. Das hier sieht mir nicht nach $9,000 aus, Brudi Bill. Was man vielleicht auch mal gerne hört, ist, jeder von uns ist folglich offensichtlich ein besserer Investor und hat ein besseres Auge für die Technologien der Zukunft und was sich in der Zukunft durchsetzen wird, als einer der reichsten Menschen der Welt, der eben zur damaligen Zeit mit einer dieser Zukunftstechnologien so reich geworden ist. Ich finde das so paradox. Genau diese Leute, sollte man meinen, sind doch die oder müssten doch die sein, die eben diesen Blick für Zukunftstechnologien haben. Die den Wert, den Nutzen und die Zukunftsbeständigkeit von Bitcoin erkennen sollten, oder nicht? Ich raff es nicht, die können doch nicht alle blöd sein. Ich mag mir nicht eingestehen, dass wir alle, wir Normalos, ja, dass wir einfach alle schlauer sind und ein besseres Bild von der Zukunft haben als diese Leute. Wie kann das sein überhaupt? Haben sie aber nicht. Ich frage mich ständig, was diese ganzen alten weißen Cis-Männer dazu bewegt, Bitcoin so zu hassen und ständig, ihr kriegt es doch auch mit, liebe Freunde, komplett falsch zu liegen mit ihren Weltuntergangsprophezeiungen für Bitcoin. Also, na, schreiben wir uns mal auf die Karte, einfach mal für zwischendurch, liebe Freunde. Lasst euch auch bitte in Zukunft und weiterhin nicht von sowas beeinflussen oder aus der Ruhe bringen. Sie werden weiterhin sehr, sehr falsch liegen, okay? Gut, abschließend, liebe Friends, knall ich uns noch nützliche Werbung um die Ohren. Wenn ihr
eine sichere, eine seriöse und eine absolut vertrauenswürdige Börse braucht unser Partner Bitpanda, liebe Freunde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Unfassbare Spannweite von Investmentmöglichkeiten, die wir hier haben. Kryptos, Aktien, ETFs, Indexfonds, Tokensets, Leverage, Rohstoffe und Metalle wie Gold und Co. Alles hier zu finden und ganz vollumfänglich und sicher reguliert und lizenziert durch die dafür notwendigen Behörden, nämlich BaFin, FINMA, was auch immer. Bitpanda meiner Ansicht nach, was das betrifft, also wer auf Sicherheit setzt, die absolut beste Börse. Eine Anmeldung über meinen Link, liebe Freunde, die unterstützt meine Arbeit natürlich sehr und ich küsse doch eure Schienbeinhaare dafür, ja? Dann haben wir das Nötigste. Ihr kennt mich. Kein langes, unnötiges Geschnacke. Kurze Verabschiedung. Ich bin an der Stelle raus. Wir sehen uns morgen zum nächsten Update. Reingehauen!